Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel der Liebe für die kommende Woche. Und ganz kurz eine Anmerkung. Ich werde ab morgen auf dem Weg an die Ostsee sein, weil ich dann nochmal ein weiteres Seminar gebe, Level 2 der Ausbildung zum Energieheiler. Bin also für ein paar Tage nicht an meinem angestammten Ort. Und das ist jetzt eine Info für diejenigen, die eventuell etwas im Online-Shop bestellen wollen. Das bezieht sich jetzt natürlich nur auf die Schutzsteine, weil die ja ausgeliefert werden müssen per Post. Bezieht sich nicht auf die Online-Seminare. Läuft alles automatisch ab. Wenn ihr das bezahlt, kriegt ihr das automatisch per Mail den Download-Link zugeschickt. Da habe ich eigentlich nicht weiter viel zu tun. Das wird normal weiterlaufen. Es betrifft die Versendung oder den Versand der Schutzsteine. Also wenn ihr heute noch bestellt bis 23:59 Uhr, dann kann die Ware morgen noch verschickt werden. Ansonsten bin ich halt nicht da, bin ich weg und kann die Ware erst wieder. Ihr könnt natürlich trotzdem bestellen, auch übers Wochenende, wenn ihr das wollt. Und dann wird der Versand erst ab nächsten Mittwoch, 14.10., dann stattfinden. Also wer so lange warten kann, kann halt bestellen. Nur bitte nicht wundern, dass der Versand später kommt. Ihr findet auch im Shop ein Pop-up, was nochmal darauf hinweist, damit ihr das wisst, bevor ihr bestellt. Damit ihr nicht das Gefühl habt, ihr wartet ewig, bis irgendwas passiert. Ja, also das bitte beachten für diejenigen, die vorhaben, was zu bestellen in den nächsten Tagen. Wie gesagt, das Pop-up zeigt nochmal alle Daten, wie ich das jetzt genannt habe, nochmal, damit klar ist, wie es aussieht. Das wollte ich eben vorausschicken, damit sich niemand wundert. Ansonsten gehen wir gerne jetzt tiefer rein. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier im Liebesorakel für die kommende Woche jetzt die Schritte sehen, die auch schon im Monatsorakel so ein Stück weit angekündigt wurden, so diesen Dreh- und Angelpunkt, wo es sich dreht in Richtung von mehr Verbindlichkeit, mehr Zukunftsorientierung, Schritte nach vorne in der Verbindung. Das ist oft aus diesem On-Off oder diesem Unverbindlichen für manche da draußen rausgeht, dass die Tendenz sich jetzt ändert. Das scheint hier, ist ja ein kollektives Orakel, sichtbar zu werden. Bevor wir aber hier tiefer in diese Themen einsteigen, bitte ich euch wieder wie immer eine individuelle Botschaft hier auszuwählen. Ihr habt Armbänder zur Auswahl hier links. Ihr könnt natürlich auch nach dem Kartendeck gehen. Habt ihr das Labradorit-Armband auch facettiert, glitzernd geschliffen, in so einem olivbläulichen Ton, bisschen transparent. Dann haben wir hier das Saphir-Armband. Übrigens der Saphir, einer der besten Steine, um euch mit dem höheren Selbst zu verbinden, ist ein Stein, der wahnsinnig der Spiritualität auch dient, ja, diese voranzutreiben und vor allen Dingen die Verbindung mit dem höheren Selbst. Auch ein wunderschönes Armband zeichnet die Mitte aus, die Wahl der Mitte. Und rechts haben wir das Chalcedon-Armband, das blassblaue Armband, bisschen eisblau könnte man sagen, auch facettiert geschliffen. Dadurch glitzert es auch ganz schön. Ich hoffe, man kann das sehen. Ja, also ihr könnt einfach nach dem gehen, was euch anzieht. Das kann, wie gesagt, auch einfach das Kartendeck sein. Wenn ihr einen Moment dazu braucht, in Ruhe, haltet das Video kurz an, um wirklich zu schauen, was ist eure Wahl, eure zusätzliche persönliche Botschaft zu diesem Orakel. Und dann fange ich mit der Hauptbotschaft an. Und der Wochenaufschlag quasi ist eine Einladung, die ihr erhalten werdet. Also in der kommenden Woche erwartet euch eine Art von Einladung. Das kann natürlich jetzt sehr konkret sein, wie hier so eine schriftliche Einladung, eine persönliche Einladung, eine telefonische Einladung, wie auch immer. Das kann auch auf einer anderen Ebene sein. Also wie euch jetzt diese Einladung erreicht, da sind sicherlich hunderte von Möglichkeiten gegeben. Egal wie es aber euch kredenzt wird, es ist eine Einweihung aus Liebe. Eine Einweihung, ja. Eine Einladung aus Liebe. Eine Einladung aus Liebe. Also der Hintergrund ist Liebe, ja, warum ihr eingeladen werdet. Ja, eine herzliche Einladung, die ihr bekommt. Und da wir hier im Engel-Orakel der Liebe sind, ist das eben von eurem Wunsch oder aktuellen Partner oder eurem spirituellen Seelenpartner. Ja. Oder Partnerin natürlich. Also ihr erhaltet eine Einladung. Der Hintergrund ist Liebe, aus Liebe vom Herzen, ja. Und es ist darin involviert auch, wie so oft, eine kleine Lektion. Ja, es gibt auch etwas zu lernen dabei. Oder aber die Person, die die Einladung ausspricht, hat ihre Lektion gelernt. Auch das könnte sein. Hier haben wir the lesson. Ja, da haben wir den Baum voller Liebe. Also die Person hat etwas gelernt oder möchte jetzt durch diese Einladung weiterkommen, etwas lernen,
ja, auf ihrem Weg. Die Person, die diese Einladung ausspricht, hat von euch geträumt, hat Träume gehabt. Das können Träume im Tagträume sein, also so schon auch halb gedachte Träume, so Zukunftsträume. Das können nächtliche Träume sein. Das können auch Botschaften im Traum sein, die die Person erhalten hat, natürlich. Auch das ist möglich, ja, dass ihr was klar geworden ist, dass sich ihr was offenbart hat, gezeigt hat, ja, dass sie eine Führung bekommen hat in die Richtung, in die sie gehen soll, die sie auch gefühlt hat, also auch vom Liebesgefühl her, wo sich wirklich eine Tür öffnet, ja, für die Person und sie klar sagt, ich muss diese Person einladen, weil der Weg geht jetzt gemeinsam weiter. Es kann aber auch das tagsüber Träumen sein, ja, dieses an die Person denken, verliebt sein, eine Anziehung spüren. Ja, und es geht hier um das Thema Partnerschaft. Hier haben wir die Schwäne, die ja die lebenslange Partnerschaft symbolisieren. Schwäne bleiben ja ein Leben lang zusammen, der männliche und der weibliche Schwan. Hier haben wir die Partnerschaft stehen. Also es geht um Träume über Partnerschaft, über Zusammensein, Zusammengehören, ja, sich zueinander bekennen, eine feste Partnerschaft. Darum geht es hier. Das ist der Traum, um den es geht. Das wird nochmal bestätigt durch den Baum. Der ist ja der Familienbaum, der Stammbaum kann er symbolisieren. Er symbolisiert die Beständigkeit, die Langfristigkeit. Auch das familiäre Denken, also die Zukunftsorientierung, wie gesagt, die Beständigkeit, Zukunftsorientierung der Beziehung, ja, nochmal hier bestätigt, aber auch in Verbindung schon mit Family, ja. Das kann für manche auch heißen, man will vielleicht noch Familie gründen. Für manche heißt das, das ist was Solides, was man hier haben möchte. Und da das vorher aber vielleicht bei euch gar nicht der Fall war, da das jetzt vielleicht eine neue Entwicklung ist, höchstwahrscheinlich sogar, weil wir haben hier den Richtungswechsel. Ja, also scheinbar ist das für viele da draußen im Kollektiv ein Richtungswechsel in eine stabilere, langfristige, zukunftsorientierte Richtung. Und die Brücke wird jetzt gebaut. In dieser Woche wird eine Brücke gebaut. Durch diese Einladung wird der Richtungswechsel für euch sichtbar, spürbar, klarer, wahrnehmbar. Also ihr werdet merken, irgendwas tut sich hier draußen im Kollektiv. Mit dem spirituellen Lebenspartner, Lebenspartnerin oder Liebespartnerin, sagen wir es so, Lebenspartner kommt vielleicht jetzt noch, ja. Also da tut sich was, ja, da bewegt sich was, da wird eine Brücke gebaut in diese Beständigkeit, in diese neue Richtung. Die nächste Karte zeigt, dass es hier vor allen Dingen um den Mann deines Interesses geht oder die Frau deines Interesses. Ja, bei dem, da ich am meisten weibliche Zuschauer habe, ist es für die meisten ein männlicher Partner. Also es geht in diese Richtung, ja. Er überlegt, ja, oder hier dein Wunschpartner, Partnerin überlegt, in welche Richtung will ich gehen, wie zeige ich das, wie mache ich das klar, wie fange ich das an, ja, also über die nächsten Schritte. Und es geht um die Liebe, um die Liebenden, um die Paarung. Hier haben wir ja zwei im Bilde, ja, die Liebenden. Also es geht um Liebe und Partnerschaft und ja, diese Herzensliebe auch ganz klar, ja. Und dann haben wir den Family Room. Ja, das zeigt, es geht um Familie. Wir hatten hier schon den Stammbaum, die Zukunft, ne, dass das eine Partnerschaft sein soll, die auch in die Familie eingebettet ist, also quasi die Verwandtschaft, ja. Also mein Eindruck ist aus diesen Karten, dass diese Einladung aus Liebe kommt, um dich vielleicht seiner Familie oder ihrer Familie vorzustellen oder Zeit mit der Familie oder einzelnen Mitgliedern der Familie zu verbringen, um sich kennenzulernen, um das eben ein bisschen offizieller zu machen, ein bisschen mehr einzubetten in das Familienleben. Das kann auch eine Einladung nach Hause zu ihm sein, wo du vielleicht bisher noch nicht warst oder ja, so in, also die Person öffnet so ihr privateres Feld für dich, ja, ihr privateres Umfeld, aber mehr das familiäre, nicht so prinzipiell das freundschaftliche Umfeld, ja, sondern mehr die Family, ja. Und es ist, als wenn dadurch das öffentliche Werben um dich beginnt, als wenn das so ein offizielle, ja, es ist eine offizielle Partnerschaft, Courtship ist ja das Werben umeinander, also für eine Zukunft, das nochmal weiter zu prüfen, wollen wir gemeinsam in eine Zukunft gehen, das öffentlich machen, so langsam in die Richtung halt gehen, dass alle wissen, wir gehören zusammen. Also sehr, sehr schöne Offenbarung. Es ist auf jeden Fall erstmal eine Einladung und du kannst auch herausfinden, möchtest du das, gefällt dir das, passt das, ja? Ihr geht also einen Schritt weiter, so würde ich das verstehen, einen großen Schritt weiter in die Option auf mehr Zukunft miteinander und sich da zu öffnen, ja?
Dann schauen wir in die individuellen Botschaften. Wir haben links hier das Labradorit-Armband. Diejenigen, die das Labradorit-Armband gewählt haben, werden erleben, dass das, was im Hintergrund dieser ganzen Vorhaben ist, ist, dass die Person, um die es für dich geht, Frau oder Mann, ja, Partnerin, Partner, Wunschpartner, Wunschpartnerin, sich Gedanken macht. Ja, und hier der Blick geht zu dem Bild. Also Gedanken macht um diese Partnerschaft, um diese Verbindung, um diese Liebe. Ja, es geht für einige von euch vielleicht um ein Kind. Da haben wir schon einen Teil der Zukunft und Familienthemen. Also für viele geht es darum, wollen wir noch ein Kind? Möchte ich Vater? Möchte ich Mutter werden? Möchte ich eine Familie gründen? Möchte ich die Person meiner Familie vorstellen? Also hier geht es in diese Richtung. Und vielleicht hat dein Gegenüber, weiß, dass da Zweifel sind oder Bedenken sind auf Seiten eines Familienmitglieds, hier männlicherseits, ja, der ältere Mann, also vielleicht der Vater oder vielleicht noch ein Großvater oder Onkel oder wer da halt, oder kann auch ein großer Bruder sein, je nachdem, wer von der Familie da den Einfluss hat. Also da ist ein älterer Mann, der Bedenken haben könnte, ja, wegen Zukunft, wegen Partnerschaft, wegen Kindern. Und man will vielleicht schauen, wie kann man eben mit dem Besuch zu Hause das klären, das positiv voranbringen, diese Bedenken vielleicht auch zerstreuen. Also da geht es um die Zukunft, ganz, ganz klar. Und hier sogar Erweiterung der Familie. Ja, kann auch ein neues Projekt sein. Ich weiß, für viele mag das nicht das Kind sein, sondern vielleicht neue Projekte, gemeinsame Projekte, Hauskauf, Hausbau, irgendwie was, was man zusammen machen will, Firma gründen. Und da sind irgendwelche Bedenken von Seiten eines älteren Mannes in der Familie. Und deshalb ist, es war ja auch gesagt, da ist noch eine Lektion dahinter. Also deshalb ist vielleicht der Besuch bei der Familie wichtig, um diese Bedenken zu zerstreuen. Ja? Dann haben wir hier das Saphir-Armband. Diejenigen, die das Saphir-Armband gewählt haben, bei euch geht es diese Woche darum, ja, wollt ihr euch einfach weiter treffen und wir hier Zeit Kaffee trinken oder essen gehen, also wollt ihr euch einfach immer so treffen und das bleibt irgendwie unverbindlich, sollst du oder soll er ein geheimer Liebhaber bleiben im Hintergrund oder wird das jetzt offiziell, ja, ist das einfach nur eine Liebelei, ja, ist das so eine geheime Geschichte, hier haben wir zweimal die Secret-Karten, Secret Admirer und Secret Lover, also wollen da beide im Hintergrund bleiben und das gar nicht offiziell machen oder geht das irgendwann in Richtung Verlobung, um die Hand anhalten, wie wir hier auf der Karte sehen können, Proposition, also um die Hand anhalten, verloben. Das ist der Hintergrund bei euch. Ne? Es geht darum, bleibt das irgendwie unter uns? Machen wir das offiziell? Wollen wir in eine gemeinsame Richtung gehen? Bleibt sie einfach nur beim gelegentlichen Treffen, so ein bisschen unverbindlich oder wird das verbindlicher? Also schöne Energie, die hier wirklich in die spirituellen Verbindung mal kommt, ja. Dann haben wir hier das Chalcedon-Armband. Diejenigen, die das gewählt haben, bei euch geht es darum, dass diese Person hier, diese männliche Person offenbar diese Einladung ausspricht, ja, haben wir ja gesagt, aus einem Mangel heraus, also ihm fehlt etwas. Er ist mit vielem froh und vieles ist für ihn schön, aber es fehlt ihm etwas. Es gibt da noch einen Wunsch, den er hat. Ja, also er merkt, er wird sich vielleicht jetzt in dieser Zeitqualität, wo wir ja auch immer stärker auf den 21.12. zugehen, wo starke Energien das Bewusstsein ja anheben in 5D, wird er sich seiner wahren Wünsche bewusst, ja, wo er eigentlich hin will, privat, ja, in der Beziehung, in der Liebe. Und er merkt, er kommt so ein bisschen unter Zeitdruck, ja, also er merkt, es ist vielleicht an der Zeit, dass seine Wünsche wahr werden. Ja, dass er gar nicht mehr Zeit hinausschinden will, sondern diesen Mangel beheben will. Das, was ihm fehlt, möchte er haben. Und das hat offenbar hier mit dem Anschluss an die Familie zu tun. Und er will jetzt den Weg aufschließen. Er will sich jetzt auch öffnen für seine Wünsche, für seine Wunscherfüllung. Auch deine hoffentlich, ja. Und da ist so Zeitdruck. Er denkt, ja, wenn ich jetzt, wann dann, könnte hier so ein bisschen die dahinterliegende Botschaft sein. Ne? Wenn ich jetzt, wann dann? Wann schließen wir das auf, da ist ja auch die Rose im Käfig, also ne, was auch fürs Herz steht, also wann öffnen wir unser Herz, wann gehen wir auf den Mangel raus, man kann doch alles haben, warum nicht auch alles leben. Ja, sehr schöne Botschaft für euch, also ich hoffe, das hilft euch weiter in der kommenden Woche bei dem, was da alles so in Gang kommen wird. Wünsche euch von Herzen alles Liebe und Gute dafür, schicke euch Licht und Liebe aus meinem Herzen und sage bis bald.